Hä? Wo kommt er auf einmal her? Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Sie scheinen jemanden gerettet zu haben. Ihr Wagemut zahlt sich aus. Aha. Diesmal. Aber wird dadurch der Rest ihrer Gruppe noch verwundbarer? Finden wir es heraus. Hm? Hm. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht. Und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Es ist nicht alles, wie es scheint. Da willst du nicht reingehen. Junior, retire la tête à l'image. Jetzt kriechen alle auf das Schiff. Merde. Mais on est où là? Oh mein Gott. Il est énorme ce navire. Ah, wir spielen die Schwarze. C'est un foutu Cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. Amaral, da drüben. Da hing irgendwas aus der Decke raus. Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle.
Ah, wie sie guckt. Können ihren Kopf bewegen, dann schaut sie mal in irgendeine Richtung. Bleib weg! Los, weiter! Geh ja schon, Arschloch. Das sieht echt krass aus, ne? Guckt euch mal an, die Qualität. Krank, oder? Nur ihr Mund ist ein bisschen komisch. Mit diesen... Aber die Schatten und so? Das sieht heftig aus, Mann. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Das ist ein gutes Screenshot hier. Wartet. Aber die Hände runter, Mensch. Der Winkel ist perfekt. Da ist irgendwas. Miller. Was haben die jetzt wohl mit uns vor? Kann man sich hier überall umgucken? Da geht's nicht längs. Ist nichts. Hier ist auch nichts. Oh, Scheiße! Goh, hab ich mich erschrocken, ey. Kleine Scheißratte. Führen Sie da Armeedivision. Die Übernahme morgen Pattersons Wachdienst. Es ist schon wieder krank. Er ist komischerweise immer, wenn er Dienst in Frachtraum 3A hat. Antritt um 24.00. Siehe Dienstplan. Schon wieder? Das ist das dritte Mal in dieser Woche. Keiner von uns ist gerne da unten. Vielleicht sollte Patterson sich mal zusammenreißen. Nicht meckern machen. Was? So, da stecke ich sogar ein. Okay. Marcel, Jan braucht dich. Okay, ihr alle in den Raum. Licht. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Selbstbewusst, wir müssen was tun. Manchureigold. Düster. Ich mach das düster. Das hat doch etwas mit diesem Manchureigold zu tun. Wir sind nah an den Koordinaten. Hat noch jemand gewaltig Schiss vor diesem Schiff? Vielleicht ist dies das Schiff mit dem Gold an Bord. Das ist durchaus möglich. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Gehen wir zurück zum Boot, verschwinden von hier und bleiben ab sofort für immer an Land. Was haltet ihr davon? Ich habe einen der Typen gesehen mit einem Teil vom Boot. Die Verteilerkappe. Teil des Motors. Ohne sie ist die Duke of Milan nur ein Haufen Schrott. Wir brauchen sie zurück.
Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Aha, jetzt auf einmal? Wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also, ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. 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 Da sind diese Bilder. SS. So steht in der SS. Der Name ist auch durchgestrichen. Glaubst du, war dieses Schiff? Fräulein Rivera, Apartment. Ups. Knopf musst du die ganze Zeit gedrückt halten. Ich hab echt Angst. Apartment 22, Lockdown Drive. Hallo, meine Süße. Ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang. Wir haben ein paar Bier getrunken, aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg von... weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Dieser Typ. Beim Wachdienst ist den Landräumen hab ich viel Zeit zum Nachdenken. Es ist dunkel und unheimlich da unten. Einige der Jungs haben da eine Gestalt herumschleichen sehen, aber ich trage dich immer bei mir. Deshalb wird mir nichts passieren. Schon bald bin ich bei dir. Dann suche ich mir einen Job als Mechaniker und wir können heiraten und 2 Kinder bekommen. Wir werden für immer zusammen glücklich sein. In Liebe, Miller X. Miller. Und seine Uniform hatten wir auch gesehen. Miller. Das ist sehr seltsam. Das ist eine sehr alte Brille, ne? Ich will echt nicht wissen, was diese Kerle mit uns anstellen werden. Mal einen Schluck Kaffee aus der Tasse nehmen. Da ist irgendwas, ne? Aha. Happy Birthday. Hey, hier, guck doch mal. Da ist ein Foto. Komm schon. Fuck. Eine Zeitung. Und warum haben Sie das Schiff verlassen? Mal sehen, ob ich das abkriege. Bandenmord. Mord von 1947. Archäologen im Irak vermisst. 27 britische Archäologen sind im Zirkozyber im Irak verschwunden. Die Hodgson Expedition traf letzten September in den Königreichen ein und war nach einigen Angaben den Relikten. Kaputt. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht, warte mal. Was denkst du? Ich kriege ihn nicht auf. Hier drüben. Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit. Aufsprengen? Ich weiß nicht, in welchem Zustand das Schiff ist. Könnte eine Sackgasse sein. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starke Mann, zeig's uns.
Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird richtig laut. Klar, ja, finde ich gut. Fliss, willst du das machen? Okay. Verschwitzter Bastard! Hast wohl Scheiße im Hirn, was? Ja, hey, alles was sie sagt, aber doppelt so krass. Oh, eure Mütter Gott. Und die Mütter eurer Mütter. Oh mein Gott. Wie ein Haufen Fischköpfe. Genau, aber eure Mütter riefen noch schlimmer. Hey, hey. Assieds-toi, ferme ta gueule. Lasst uns raus! Uns verdammt noch mal hier raus! Gut, dass wir es wieder hingestellt haben. So sieht er nicht sofort, wo wir sind. Sind wir nun sicher? Wir müssen jetzt weiter. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. Wartet mal. Oh, es ist so gruselig hier in dem Schiff, ne? Aha. An der gesamten Mannschaft Regeln zum extra Wachdienst. Aufgrund der speziellen Sicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen diese Zusatzabläufe von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten an allen Türen und auf Rundgängen. Keine Gespräche, keine Ablenkung, keine Zigaretten, kein Alkohol, kein Spiel. Wachen, die diese Regeln missachten, müssen mit strengsten Bestrafen rechnen, bis zur und inklusive der Anklage vor dem Militärgericht. Auf Anordnung von Captain Ford. Leute, niemand betritt A3, ganz ernsthaft, niemand. Okay, niemand betritt A3. Hier ist sonst nichts außer das A. Vielleicht hat das alle von... Süffige Kleidung. Gott, ey. Diese Jumpscares, fuck you. Da ist auch nur schimmelige Gammelkleidung drin, ne? Okay, hier ist sonst nichts, ne? Was ein geiler Jumpscare und dreckige Klamotten. Seltsam, dass alle einfach weg sind. Als wären die alle mittendrin weggeschnappt worden, was sie auch gerade taten. Das ist nicht möglich, oder? Genau. Out of Engine. Cargo Hole 3. Out of Bounds. Okay, sollte mich das erschrecken? Also noch mehr an Scary geht nicht. Da ist noch was. Oh, Bad ist immer unheimlich. Oh.
Alien Reed, liebe Elise, ich komme endlich nach Hause, nach einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten, sagt Ned und Nancy. Sie können sich schon auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen die manchmal klauen und lesen und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß. Oh, warte mal. Shit. Ich habe es vergessen. Ich weiß. Da ging es ja noch weiter. Wir müssen den Brief ja noch umdrehen. Ich weiß, es macht mir echt Angst. Er behauptet ständig, ein kleiner Junge befindet sich an Bord und es hört sich so nach Ned an. Ich weiß, dass er sich nur über mich lustig macht. Wir haben garantiert keine blinden Passagiere an Bord. Die Offiziere sind jetzt nach Kriegsende viel zu gerissen. Ich wette, die löschen diesen Teil hier, drehen wirklich alle langsam durch. Ich muss jetzt aufhören, Süße. Irgendwer schlägt da draußen Krach, noch mehr Arbeit für mich. Ich melde mich bald wieder, Robert. Scheiße, und jetzt? Den kleinen Jungen haben wir ja gesehen. Na, wissen wir ja alle. Hier war dieser komische Geist drinne. Oder whatever das war. Ob Conrad es geschafft hat? Er kann echt einfallsreich sein, wenn er sich anstrengt. Was soll das denn jetzt heißen? Tja, dann gut. Conrad hat's geschafft. Huh. Oh, toll. Hörst du das? Ja. Da unten bewegt sich. Großes Boot. Großer Motor. Großes Boot, komische Geräusche. Warte, ich will mal einmal kurz hier hin. Okay, hier ist nix. Dann gucken wir mal hier. Ist hier was? Nee. Da war doch was. Ein kleiner Rattenkopf. Oh, das ist ja süß. Knuffig. Alter, die Jumpscares sind halt übelst krank. Durch, Mann. Reiß dich zusammen. Ich fange jetzt langsam an, diese Hallus zu kriegen, ne? Die diese anderen Leute hier die ganze Zeit hatten. Jumpscares sind geil. Schwirre. Mach mal auf das Buch, du Fisch. Und dann nicht. Scary. Oh ja, ein Bild. Okay, wir sind in irgendeinem Raum alleine und die anderen sind auf der anderen Seite der Tür. Das heißt, wir werden irgendwo vor den Leuten flüchten. Und wir können vielleicht entweder alles richtig machen oder falsch. Werden wir sehen. Hier ist nichts. Ich glaube, da unten bewegt sich was.
ist irgendjemand. Sch, seid jetzt leise. Das ist ein Bait. Das ist eine Falle. Seht mal. Da ist die Verteilerkappe von der Duke. Ganz sicher? Ja, bin ich. Oh, schon. Sie mir holen. Wir müssen aufpassen. Das könnte unsere einzige Chance sein. Okay. Schön aufpassen. Das ist eine Falle. Falle. Die sehen ihn ja. Sie. C'est d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Hey! Nein! Noch nicht! Okay. Ich seh dich. Komm schon. Komm raus. Stell dich rüber zu ihr. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihnen. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Ich mach das. So. Hier machen wir aber Schluss, liebe Leute. Ich muss noch ein bisschen was erledigen. Mal sehen, was hier noch bei rauskommt. Finde einen Weg durch das Schiff. Ja, die zwei sind jetzt weg. Ist cool. Das ist wie so ein Film gemacht, ne? Aber die Jumpscares sind halt echt crazy, Alter. Ist gut gemacht in dem Spiel. Danke fürs Zusehen und morgen Abend sind wir wieder da. Tschüss.